So, hallo, hier ist euer Alex mit einem, ja, diesmal mit einem M83Z. Das ist so ein All-in-One-Gerät von Lenovo. Und da zeige ich euch jetzt mal, wie man den Arbeitsspeicher nachrüstet und oder, falls das Video ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wie man an die BIOS-Batterie kommt oder wie man das Netzteil, wenn man eins herbekommen würde, tauschen kann. Also, ihr geht wie folgt vor: Ihr findet hier unter diesem Ding einen, ja, so einen. Das Gummipfropfen, den macht man vorsichtig mit einem flachen Schraubenzieher, löst man den weg. So, und dann findet ihr eine Schraube darunter. Das schrauben wir dann locker. Ich habe es jetzt ein bisschen angelockert schon. Und dann kann ich diesen Fuß hier wegnehmen. So, dann findet ihr hier, ja, das ist jetzt gut, ob man das jetzt hier gut irgendwo sehen kann. Ich hoffe, hier und hier zwei Schrauben, die sind auch zu lösen. So, dann knackt das schon ein bisschen, weil es sich automatisch löst. So. Und dann kann man dieses Ding vorsichtig, das wird dann hier alles weggeklipst, vorsichtig anheben und hier oben vor allem ein bisschen, beim ersten Mal knackt es ein bisschen, vorsichtig hier locker heben. So. Damit es mal hier zur Seite, dass es vielleicht nicht ins Licht fällt. Und jetzt sehen wir schon das Innenleben. Und jetzt findet ihr hier darunter, dass ihr gut sehen kann. Das ist echt schwierig so. Auf jeden Fall hier und dann nochmal hier oben. Was sieht man das? Zwei Schrauben, die zu entfernen sind. Das machen wir jetzt mal. Einmal hier und einmal hier oben. Na. So, und jetzt kann man diesen Deckel abnehmen. Vorsichtig, der ist hier so eingerastet. Und jetzt sieht man schon das Mainboard. Da kann ich mal ein bisschen näher ranfahren. Na. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, einen Speicher nachzustecken. Hier ist jetzt schon 4 GB Modul verbaut. Na. Das ist ein Modul, ein 4 GB PC3L 12800S. Also ein 1600er Speicher mit 1,35 Volt müsste das sein. Und genauso einen braucht ihr dann. Den habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. In dem Fall von Kingston. Den kann man jetzt hier dann als zweites mit reinstecken. Bei diesem Modell, das ist jetzt eine Version M83Z mit einem G3220 Intel Prozessor, kann man auf 16 GB aufrüsten. Das Mainboard heißt hier scheinbar IH81S. So, wenn ihr jetzt ans Netzteil wollt, dann zoomen wir mal ein bisschen wieder weg. So, dann müsst ihr hier noch, hier 1, 2, 3, 4 Schrauben lösen. Das machen wir jetzt auch mal. Und jetzt könnte man das hier ein bisschen vorsichtig hier unten abheben. So, und jetzt hätte man das Netzteil. In dem Fall von der Firma Handkey. Partnummer SP50A33594. Switching Power Supply mit 150 Watt. Auch Modellnummer, hier steht es, HKF15023 Berta. HKF15023-3 Berta. So, das wäre das eine. Wenn ihr die BIOS-Batterie sehen wollt, die befindet sich hier. Man sieht es hier ganz gut. Hier könnte man jetzt einfach eine CR2032
austauschen. Hier darunter befindet sich der Prozessor. Könnte man jetzt hier lösen, aber allerdings sage ich euch gleich, bei einem 150 Watt Netzteil, da würde ich jetzt nicht anfangen, Experimente zu machen und hier einen i7 oder dergleichen zum Laufen zu bekommen. Das könnte auf Dauer Schwierigkeiten geben. Möchtet ihr die Festplatte tauschen? So findet ihr, na, das sieht man hier ganz gut, 1, 2, 3, 4 Schrauben. Die kann man hier lösen. Man kann hier vorne dann noch diese Blenden hier entfernen dann. Die sind nur aufgeklipst hier. So. Und dann könnte ich hier 1, 2, 3, 4 Schrauben lösen. Und hier ist eine normale 3,5 Zoll Festplatte verbaut. Kann ich die dann austauschen. Gleiches gilt für das DVD-Laufwerk. Das ist hier oben verbaut. Das ist ein normales Slimline-Laufwerk. SATA. Da kann ich jetzt dann hier mal ganz kurz gucken, wo das ist. Kann man dann da hier hinten, genau, hier hinten ist es fixiert, kann ich das dann auch lösen. Ich denke, das ist jetzt schon ein ganz guter Überblick über die ganze Sache. Also, wie gesagt, Speicher aufrüsten, BIOS-Batterie. Hier unten befinden sich noch die WLAN, das WLAN-Modul, falls mal hier einer der beiden Stecker lose gehen sollte. Das ist, glaube ich, der Kartenleser. Und hier oben ist dann noch der Lüfter verbaut. Da würde man den auch einfach tauschen können, beziehungsweise später einmal reinigen können, wenn das nicht mehr passt. Und ansonsten dann halt eben alles wieder zurückbauen, diese Sachen wieder entsprechend hier etwas friemelig einhängbar, das, weil da hier unten noch eine Schraube mit drin hängt. Und dann ist das der bekannte Vorführeffekt. Also man sollte da einfach in Ruhe vorgehen. Was kommt hier? Und hier drunter, so. Dann festgeschraubt und dann passt das Ganze. Deckel dann wieder drauf. Vorher natürlich diese Blende draufschrauben, das ist natürlich klar. Schrauben wieder überall rein, danach den Deckel drauf machen. Ja, und im besten Fall habt ihr dann die 8 GB Speicher. Wenn noch Fragen sind, schreibt mir. Ich denke, wenn man dieses Video jetzt gesehen hat, hat man einen ganz guten Überblick über das Gerät und traut sich dann vielleicht eher, das Ganze zu öffnen. Wie immer keine Garantie bei eventuellen Schäden oder Haftung. Wenn ihr sicher seid, ob die Garantie verloren geht oder nicht sicher seid, dann ruft vorher bei Lenovo an und klärt das Ganze, ob es ein Problem ist, hier den Arbeitsspeicher selber aufzurüsten oder dergleichen. Bis bald, euer Alex.